Einen schönen Sonntagabend. Willkommen zur ZIP2. Schon bald treffen sich die Ukraine und Russland zu weiteren Friedensverhandlungen. Neuer Versuch. Am Abend sagt sich der ukrainische Präsident bereit, über eine Neutralität seines Landes und einen Kompromiss im Donbass zu verhandeln. Wir gehen live nach Moskau zu unserem Korrespondenten Paul Krisay. Freundschaft. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner versammelt ihre 5 Vorgänger, um die Einigkeit der SPÖ zu demonstrieren. Wir analysieren mit Politikwissenschaftler Peter Filzmaier. Mann um Mann, La Cage aux Folles, der Käfig voller Narren, hat Premiere in der Volksoper. Einmal mehr ist die Türkei der Austragungsort für Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Der Ort steht bereits fest, der Zeitpunkt noch nicht ganz. Morgen oder vielleicht auch erst am Dienstag wollen sich wieder Delegationen der beiden Staaten treffen. Der ukrainische Präsident Selenskyj zeigt sich am Abend zu Zugeständnissen bereit. Er verstehe, dass es unmöglich sei, Russland vollständig aus dem ukrainischen Gebiet zu verdrängen, da dies zu einem dritten Weltkrieg führen würde, und will nun einen Kompromiss im Donbass im Osten der Ukraine mit Russland finden. Die von Moskau unterstützte selbsternannte Volksrepublik Luhansk hat heute bereits eine Abstimmung über den Beitritt zur Russischen Föderation erwogen. Die Ukraine erklärt ein solches Ergebnis aber postwendend für null und nichtig. In Wien trafen sich unterdessen Zehntausende zur Kundgebung für Frieden in der Ukraine. Thomas Heuss berichtet. Solidarität zeigen und Hilfe leisten. Dafür steht der Wiener Heldenplatz heute im Zeichen der Ukraine. Mit Live-Acts und politischen Auftritten. In einem Video für solche Anlässe vorproduziert, ruft auch der ukrainische Präsident Selenskyj zur Unterstützung der Ukraine auf, humanitär und mit Waffen. Schwere Waffen seien nötig, um belagerte Städte befreien zu können, wie Kharkiv oder Mariupol. Aber auch bisher weitgehend sichere Orte wie Lemberg im Westen kommen wieder unter Beschuss. Ein Treibstofflager ist getroffen, mehr als 14 Stunden dauert der Kampf gegen die Flammen. Treibstoff- und Lebensmittelvorräte werden gezielt zu zerstören versucht, wirft die Ukraine Russland vor. Das zeigt das russische Fernsehen nicht, sehr wohl aber Hilfskonvois, wie hier nahe Kiew. Für eigene Truppen, aber auch für notleidende Ukrainer, wie es heißt. Auch Unterkünfte für Flüchtlinge werden gezeigt. Diese Zelte stehen in der selbstproklamierten Volksrepublik Donetsk. Im benachbarten Luhansk will der Chef der pro-russischen Separatisten über einen Anschluss der Region zur Russischen Föderation abstimmen lassen, was von der ukrainischen Regierung strikt abgelehnt wird. Aber Präsident Selenskyj zeigt sich bereit, über mögliche Gebietsabtritte im Donbass zu reden. Das sagt er im Gespräch mit kritischen russischen Medien, die nur mehr im Internet agieren können. Offizielle TV-Sender zeigen dagegen verletzte Soldaten, die geehrt werden. Deren Tapferkeit lobt auch der Präsident persönlich. Die spezielle Militäroperation in der Ukraine verlaufe nach Plan, sagt Putin. Vom US-Präsidenten in Warschau als schlechter bezeichnet, der nicht länger im Amt bleiben dürfe. Was das Weiße Haus und auch den US-Außenminister veranlasst, klarzustellen: Ein Regimewechsel in Moskau sei nicht das Ziel Washingtons. In Rom appelliert der Papst an alle Entscheidungsträger. Basta. Genug, hört auf, lasst die Waffen schweigen. Verhandelt ernsthaft für Frieden. Eine Botschaft, die heute auch vom Wiener Heldenplatz ausgeht. Und Sie brauchen dafür unsere Unterstützung. Bis in die Nacht wird noch für die Ukraine gespielt und gesammelt. Und wir gehen jetzt nach Moskau zu meinem Kollegen Paul Krisay. Man will sich nun also wieder zu Verhandlungen treffen und der ukrainische Präsident denkt offen über Zugeständnisse an Moskau nach. Ist das nun der erste Schritt zu einem möglichen tatsächlichen Friedensprozess? Ja, wenn man den Worten des ukrainischen Präsidenten Selenskyj heute zuhört, dann bekommt man schon den Eindruck, dass da Bewegung reinkommt. Selenskyj zeigt sich dazu weitreichenden Zugeständnissen bereit. Wir haben es gehört, da geht es in erster Linie um einen Neutralitätsstatus der Ukraine und einen völligen Verzicht auf Atomwaffen.
Darüber will Selenskyj in einem Referendum abstimmen lassen. Allerdings sieht er als Voraussetzung dafür einen völligen Truppenabzug der Russen. Und das ist derzeit schwer vorstellbar, dass Russland dem so einfach zustimmen wird. Eine andere Forderung Selenskyjs ist ein vollständiger Gefangenenaustausch mit Russland. Und er ist auch bereit, über die umstrittenen Gebiete zu sprechen, nämlich die Halbinsel Krim und den Donbass in der Ostukraine. Wie allerdings da ein Kompromiss aussehen könnte, das lässt er offen. Es sind also noch viele Details zu klären in den Verhandlungen, die kommende Woche dann weitergehen sollen. Volodymyr Selenskyj hat diese Aussagen ja getätigt in einem Interview mit russischen Journalisten. Die russische Medienbehörde will jetzt verhindern, dass dieses Interview in Russland ausgestrahlt wird. Niemand, auch Sie nicht, darf in Russland den Krieg in der Ukraine einen Krieg nennen. Das verhindert ein neues Zensurgesetz. Welches Bild wird denn der Bevölkerung in Russland von diesem Krieg gezeichnet? Das ist eine völlige Parallelwelt, die da aufgebaut wird. Sie haben es erwähnt, das, was in der Ukraine passiert, das wird in den Staatsmedien lediglich als Militäroperation zum Schutz der Bevölkerung des Donbass dargestellt. Alles, was dieser Erzählung zuwiderläuft, wird verboten. Es werden kritische Medien abgedreht, es werden Internetseiten gesperrt. Das ist einerseits alles relativ effektiv, denn tatsächlich informieren sich die Menschen zu einem großen Teil über die Staatsmedien, über das Staatsfernsehen. Andererseits bleiben natürlich Schlupflöcher. Wir sind nicht mehr in der Sowjetunion und selbst damals haben es die Menschen geschafft, die staatliche Zensur zu umgehen. Es gibt heutzutage auch in Russland das Internet und noch, muss man sagen, ist das noch nicht abgedreht. Paul Krieser in Moskau, vielen Dank für diese Einschätzungen. Es ist ein Bild mit Seltenheitswert. SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner hat ihre Vorgänger als Parteivorsitzende eingeladen. Die waren allesamt Bundeskanzler und das will Rendi-Wagner nun auch werden. In einer Rede heute Vormittag hat sie ihren Kanzlerinnenanspruch formuliert, um so auch internen Kritikern die Luft aus den Segeln zu nehmen. Doch im Vorfeld der Rede gab es rund um eine mögliche Rede des ukrainischen Präsidenten im Nationalrat Kritik, auch aus den eigenen Reihen. Regina Pöll berichtet. Freundschaft hier entlang. Gruppenbild mit 5 Ex-Kanzlern. Dieses Bild hat Seltenheitscharakter. Ja. Die Botschaft ist dann auch drinnen klar. Rendi-Wagner positioniert sich als nächste Regierungschefin nach Türkis-Blau und Türkis-Grün. Unser Land braucht eine andere Richtung. Und diese Richtung können nur wir. Weniger Steuern auf Arbeit. Höhere Steuern für internationale Online-Konzerne, Abgaben auf Millionenerbschaften und Vermögen. Zur Corona-Linie im Bund gibt es massive Kritik, etwa an den wenigen Erstimpfungen und am Zurückfahren der Tests. So kann man keine Pandemie bekämpfen, so kann man auch keine Menschen schützen und so kann man sich auch nicht effizient auf eine Welle im Herbst vorbereiten. Unter den Gästen ist auch der ukrainische Botschafter. Ein Zeichen nach dem Bremsen der SPÖ zu einer Rede von Präsident Selenskyj im Nationalrat. Ich habe eine klare Position, eine klare Haltung von der SPÖ bekommen, dass sie in diesem Zusammenhang, dass sie die Rede von dem Präsident Selenskyj unterstützen. Zu spät. Zu wenig entschlossen, nennt es der SPÖler und erfahrene Diplomat Petritsch. Die österreichische Neutralität sei kein Argument dagegen. Hier, glaube ich, würde man durchaus auch im Sinne einer richtig verstandenen Neutralitätspolitik handeln, die ja letzten Endes Friedenspolitik ist. Eine Politik, die mit Solidarität für jene, die angegriffen werden, sich auszeichnet. Wo aber steht die Partei in der öffentlichen Meinung? In einer aktuellen OGM-Umfrage für den Kurier kommen ÖVP und SPÖ jeweils auf 26%. In einer Unique Research-Umfrage für die Zeitung heute am Freitag schaut es für die SPÖ viel besser aus. Jetzt liegt die Sozialdemokratie bei 29 und die ÖVP bei 22. Das heißt, der Trend wird fortgeschrieben und wir führen das schlicht und ergreifend hauptsächlich auf das wirklich schlechte Corona-Krisenmanagement der Bundesregierung zurück. Sie ist die Richtige. An der Parteispitze ist man sich im SPÖ-Zirkel einig. Kritiker wie Burgenlands Landeshauptmann Doskozil sind diesmal freilich nicht dabei. Ein Wort zur Nachfolgerin. Sehr gut. Ich glaube, das war eine klare Demonstration. Ja. Was fehlt noch, um tatsächlich den Kanzler zu stellen, die Kanzlerin? Ein paar Monate. Wir haben uns heute alle ein Bild von ihrer Leadership machen können. Sie ist eine starke Frau, die weiß, was zu tun ist. Sie macht es gut. Sie ist
wirklich belastbar und sie lernt immer dazu, was wichtig ist. Und sie erklärt sich bereit. Es ist Zeit für die nächste sozialdemokratische Bundeskanzlerin in Österreich, liebe Freundinnen und Freunde. Es wäre die erste. Wir haben natürlich Pamela Rendi-Wagner ins Studio eingeladen. Sie hat unsere Einladung aber abgelehnt. Diese Rede und die Ausgangsposition der SPÖ wollen wir nun analysieren mit dem Politikwissenschaftler Peter Filzmeier in unserem Interviewstudio. Schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Herr Professor Filzmeier, die Rede sollte die lange Zeit zerstrittene Partei wieder einen. Das zentrale Bild der Veranstaltung war sicher jenes der Parteichefin mit ihren Vorgängern. Aber warum ist es eigentlich so besonders, dass fünf Ex-Kanzler eine Rede ihrer Vorsitzenden besuchen? Die SPÖ war 41 der letzten 52 Jahre Kanzlerpartei. Nur in den letzten paar Jahren sah es so aus, als würde man das in absehbarer Zukunft nicht wieder werden. Und mit Frau Rendi-Wagner als Parteivorsitzender und möglicher Kanzlerkandidatin schon gar nicht. Da wollte man natürlich genau dieses Bild inszenieren. Es geht auch um einen Schulterschluss mit ihren Vorgängern. Diese Ex-Kanzler waren ja auch Parteivorsitzende. Und das Verhältnis war nicht immer konfliktlinienfrei. Denn beispielsweise war sie eine Erfindung von Christian Kern als seine Nachfolgerin. Aber da gab es zuletzt ja, je nachdem wie man es nennt, Emanzipation oder auch Entfremdung. Sie hat sich wiederum mehr arrangiert mit Unterstützern von Werner Faymann, was auch nicht überall in der Partei gutiert wurde und wird. Worauf sie sich weniger verlassen kann, ist die Popularität dieser Kanzler, mit denen sie sich jetzt gezeigt hat. Denn der wahre Säulenheilige, den konnte man nicht einladen seit 1990, ist Bruno Kreisky. Dann folgt Heinz Fischer, der war zwar da, aber als Altbundespräsident. Und jetzt war sie Seite an Seite mit Alfred Gusenbauer, dessen Popularität ist eher im Bereich des kasachischen Staatspräsidenten, der ein Antidemokrat ist und den er berät. Hans-Peter Tosko zielt, der wohl ewige parteiinterne Gegner von Pamela Rendi-Wagner, der war heute erwartbar abwesend. Wenn die Partei hinter Rendi-Wagner steht, heißt das im Umkehrschluss, dass der Zug für ihn tatsächlich abgelaufen ist? Toskozil ist raus, war sicher auch eine Botschaft, die Rendi-Wagner heute aussenden wollte. Denn man darf ja die jüngere Vergangenheit nicht vergessen. Noch im Frühjahr 2020 hat sich Rendi-Wagner einer Vertrauensfrage in einer Mitgliederbefragung stellen müssen. Und sie hat zwar über 2/3 Zustimmung erfahren, das ist aber doch eher durchwachsen gewesen. Und dann beim Parteitag im Juni 2021, es gab keinen Gegenkandidaten oder keine Gegenkandidatin zu ihr, haben trotzdem ein Viertel der dort anwesenden Delegierten sie nicht gewählt. Es war also dringend notwendig, dass sie sich als auch mögliche Kanzlerkandidatin, auch wenn es noch lange bis 2024 zum plangemäßen Wahltermin hin ist, dass sie sich da außer Streit stellt. Diese Woche war die SPÖ sehr skeptisch bei einer möglichen Rede des ukrainischen Präsidenten im Nationalrat und hat das mit der Neutralität begründet. Nach der Annexion der Krim 2014 wurde Wladimir Putin aber sehr herzlich von Heinz Fischer und dem damaligen Bundeskanzler Werner Faymann in Wien begrüßt. Wie glaubwürdig ist denn der Umgang der SPÖ mit der Neutralität? Ganz klar war die Neutralitätslinie bei der SPÖ beim angesprochenen Bruno Kreisky. Der hat nämlich Außenpolitik gleich mit Neutralitätspolitik gleichgesetzt, wurde dafür auch kritisiert. Später hat sich die SPÖ natürlich immer zur Neutralität bekannt. Das ist auch vollkommen logisch. Keine größere Partei spricht sich gegen etwas aus, wo 2/3, 3/4 oder sogar noch mehr der Österreicher dafür sind. Das ist eine politische Kuh, die man nicht einmal angreift, geschweige denn schlachten will. Aber es ist der SPÖ natürlich auch in ihrer Kanzlerschaftszeit nicht entgangen, dass wir, Völkerrechtler nennen es, eine differenzielle Neutralität erleben. Nicht mehr in der Logik des Ost-West-Konfliktes seit 1990 begründbar. Und das hat immer zu Mikado-Spielen, entweder reden wir nicht drüber, geführt oder dass man eben ein bisschen Zickzackkurs gefahren ist. Und ein bisschen war es ja das Mikado-Spiel jetzt auch in der Präsidiale des Nationalrats. Man war irgendwie gegen die Rede, hat das dann in Form des stellvertretenden Clubvorsitzenden Leichtfried am nächsten Tag dementiert. Und Rendi-Wagner war bis heute, da hat sie es klargestellt, dann auch mal auf Tauchstation. Gar kein Mikado, sondern ordentlich Bewegung gibt es bei den Umfragen. Noch vor 2 Jahren war die Volkspartei 20 Prozentpunkte vor der SPÖ. Jetzt liegen beide Parteien, je nachdem welcher Umfrage man glaubt, in etwa gleich auf oder die SPÖ sogar ein Stückchen weiter vorne. Woran liegt das denn? Ist das die Schwäche der ÖVP oder die Stärke der SPÖ?
Na, selbstverständlich ist nicht die SPÖ plötzlich grenzgenial geworden und wie Phönix aus der Asche auferstanden, sondern das liegt an der Schwäche der ÖVP, einerseits aufgrund von Kritik an Fehlern und Versäumnissen im Pandemiemanagement bei Corona, andererseits selbstverständlich aufgrund des Chat-Skandals und von Korruptionsvorwürfen gegen prominente Ex-ÖVP-Politiker und aber auch gegen die Bundespartei, die da in einem Ermittlungsverfahren als Beschuldigter auch geführt wird. Und die SPÖ profitiert auch davon, dass sowohl die ÖVP als auch die FPÖ mehr Stimmen in Richtung MFG verlieren, als man selbst verliert. Heißt das, wir steuern direkt auf eine große Koalition zu? Sehr viele andere Koalitionsoptionen lassen die Umfragen zurzeit ja nicht zu. Wenn man davon ausgeht, dass im nächsten Nationalrat auch 6 statt 5 Parteien vertreten sein könnten, also auch die MFG, dann ist keine Zweiermehrheit gesichert, auch nicht jene von ÖVP und SPÖ, auch wenn sich das nach jetzigem Umfragestand ganz knapp ausgeht. Mit anderen Zweiervarianten hat die SPÖ sowieso nichts zu tun, mit der FPÖ will man nicht, mit den Grünen geht es sich in diesem politischen Leben ganz sicher nicht mehr aus. Und selbst eine Dreiervariante, die die SPÖ vielleicht wollen würde mit Grünen und Neos, ist höchstens ein sehr vager Hoffnungsschimmer am Horizont. Und was das Problem der SPÖ bei den Umfragen generell ist, ja, man liegt jetzt besser. Nur wir sprechen noch von diesem Wahltermin plangemäß im Herbst 2024. Das ist in 30 Monaten. Und kein Meinungsforscher stellt die Frage, wen würden Sie in 30 Monaten wählen, wenn Sie denn überhaupt zur Wahl hingehen? Da könnte man genauso gut fragen, in wen haben Sie vor, sich in 2,5 Jahren zu verlieben, wenn überhaupt. Da können Sie auch manches ausschließen. Manche sagen, es hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Aber taugliche Prognosen für den Herbst 2024 kriegen Sie in keinem Fall. Sehr schwierig ist es zurzeit auch mit den Corona-Zahlen. Die gibt es nämlich heute wieder nicht. Die Bundesregierung hat die Maskenpflicht abgeschafft, um sie nur kurz danach wieder einzuführen. Warum kann denn die Ärztin Randy Wagner nicht sehr viel stärker von dieser Corona-Pandemie und dem doch sehr chaotischen Management profitieren? Sie hat ein bisschen einen Wettbewerbsvorteil als Ärztin, wie Sie ja sagen, gegenüber den mittlerweile schon 3 ÖVP-Kanzlern. Nur heute in der Rede hat sie lediglich auf das Musterbeispiel Wien verwiesen, dass Michael Ludwig hier ein tolles Corona-Management machen würde. Das mag aus ihrer Sicht ja stimmen, ist aber auch heikel, denn dann stellt sich die Frage, ist nicht Michael Ludwig der eigentlich mächtige Mann in der SPÖ, das sowieso, ist er nicht auch der bessere Parteichef und denkbare Kanzlerkandidat? Herr Professor Filzmeier, vielen Dank für diese Analyse. Bitte gerne. Und Sie diskutieren dann ja auch mit meiner Kollegin Claudia Reiterer im Zentrum, denn auch dort geht es heute um Corona. Wer ist denn außerdem zu Gast? Ja, hunderttausende Menschen sind in Österreich wegen des Coronavirus im Krankenstand oder Quarantäne. Was ist zu tun? Welche Strategie verfolgen Bund und Länder? Bei uns diskutieren der stellvertretende Bundessprecher Stefan Kenneder, die Grünen, Nationalrat Gerhard Kaniak, FPÖ, der Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, NEOS, der Molekularbiologe Ulrich Elling, die stellvertretende Chefredakteurin vom Standard Petra Stulber und Peter Filzmeier, der auf dem Weg zu uns ins Studio auch kommt. Ich freue mich auf Sie. Ich hoffe, er wird es schaffen. Vielen Dank, Claudia. Und wir blicken jetzt noch auf die weiteren Meldungen des heutigen Sonntags. Im deutschen Bundesland Saarland kommt es zu einem Machtwechsel. Die SPD hat bei der Landtagswahl einen Erdrutschsieg errungen und hat mit etwas mehr als 43,5% der Stimmen sogar die absolute Mandatsmehrheit erreicht. Die bisher regierende CDU stürzt auf 28,5% ab und verliert nach rund 20 Jahren das Amt des Ministerpräsidenten. Der Präsident der Industriellen Vereinigung, Georg Knill, fordert in der ORF-Pressestunde rund 200 Millionen Euro an staatliche Unterstützung für Unternehmen, die besonders viel Energie benötigen. Damit soll ein Ausgleich für die stark gestiegenen Energiepreise geschaffen werden. Der Waldbrand auf dem Truppenübungsplatz Allensteig im Bezirk Zwettl ist unter Kontrolle gebracht worden. Die Löscharbeiten gestalten sich aber weiterhin als schwierig. Rund 100 Spezialeinheiten sind im Einsatz. Das Feuer ist gestern im Zuge von Schießübungen des Bundesheeres ausgebrochen. In Los Angeles findet heute Nacht die 94. Oscar-Gala statt. Nach 3 Jahren ohne Gastgeber sind für die diesjährige Verleihung der weltweit wohl wichtigsten Filmpreise im Dolby Theatre gleich 3 hochkarätige Moderatorinnen engagiert worden. Ein riesiges Staraufgebot wird erwartet. ORF1 überträgt die Oscar-Gala dann ab 0.50 Uhr bis 5 Uhr früh live. Schlaf wird ja ohnehin überschätzt.
Eine Provokation von einst, aus der längst Kult geworden ist, ist ab heute an der Wiener Volksoper zu sehen. Direktor Robert Mayer packt für La Cage aux Folles, den Käfig voller Narren, die Federboas aus. Die Travestiekomödie aus den frühen 80er Jahren hat sich rasch zu einem der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten entwickelt. Und der Showstopper I Am What I Am ist in der Interpretation von Gloria Gaynor zur Hymne für Toleranz schlechthin geworden. Unterhaltungswert ist garantiert. Covid-bedingt um eine Woche verschoben, beschert La Cage aux Folles der Wiener Volksoper ein volles Haus. Es ist die letzte Musical-Premiere von Direktor Robert Mayer. Er verlässt das Haus nach 15 Jahren. An die 1000 Mal ist er hier auf der Bühne gestanden. Also ich hätte nie einen Direktor machen können, der nur Manager ist, ja? Also der nicht inszeniert, der nicht spielt. Also ich gehöre auf die Bühne und ich werde das nach meiner Direktionszeit auch weiterhin so halten. Hoch das Bein treten sie ein in den Käfig voller Narren. Als Drag Queen Sasa verwischt Drew Sarich die Geschlechtergrenzen. Viktor Gernot als Nachtclubbesitzer Schorsch ist der umsichtige Mann an ihrer Seite. Und ich suche immer noch nach den Worten, die ich längst vergessen. Es ist mein erlernter Beruf im Prinzip und ich habe in den 80er, 90er Jahren über 2000 Musical-Vorstellungen gespielt. Ich bin nicht unerfahren. Ich habe schon lange nicht mehr gemacht, deswegen bin ich sehr gefordert. Entstanden ist das Musical vor dem Hintergrund der US-amerikanischen Schwulenbewegung in den 1970er Jahren. Der damalige Kampf um Gleichberechtigung ist im Stück Thema. Robert Mayer als konservativer Politiker will dem bunten Treiben ein Ende setzen. Sasa muss sich verstellen, die Diva soll zum Mann werden. Du bist ein Mann! Ich bin ein Mann. Ja. Wir haben ein Europa, wo man in einem Russland oder einem Polen, glaube ich, um sein Leben fürchten muss, wenn man sich outet. Also dieses Thema, die Akzeptanz von Anderssein hat an Brisanz nichts verloren. Am Ende sind Sasa und George wieder glücklich vereint. Es siegt die Toleranz. Jedenfalls auf der Bühne. La Cage aux Folles an der Wiener Volksoper hat Tradition. Die Aufführung mit Karl-Heinz Hackl in den 1990er Jahren ist legendär. Und auch der heutige Abend ist gelungen. Die Kostüme und die Shownummern sind eindrucksvoll. Es passiert wirklich viel auf der Bühne. Und die Pointen sitzen. Das Publikum hat sich hörbar amüsiert. Gesungen wird sehr gut. Ich gehe mit vielen Ohrwürmern nach Hause. Peter Schneeberger war bei der Premiere. Genießen Sie das Frühlingswetter morgen noch, danach wird es wieder kälter. Die Aussichten. Die neue Woche beginnt morgen mit sonnigem Hochdruckwetter. Über dem Atlantik formiert sich aber schon ein Tief und dieses Tief sorgt im Laufe der Woche für eine nachhaltige Wetterumstellung. Morgen am Montag merken wir davon aber noch nichts. Die Sonne scheint von früh bis spät. Ein paar Wolken entstehen etwa im Norden Österreichs. Es wird ungewöhnlich warm für Ende März mit 19 bis 23 Grad. Ganz anders zeigt sich dann die restliche Woche. Es gibt viele Wolken, ab Donnerstag auch Regen und es kühlt deutlich ab. Am Samstag könnte selbst Schneefall wieder ein Thema werden. Na, das hört man doch gern. Mit diesen Aussichten verabschiedet sich die ZIP2. Starten Sie gut in die neue Woche. Auf Wiedersehen.